Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within und gleichzeitig auch zum letzten Mal diese Aufnahmesession. Ich bin fertig, ich sag's ganz ehrlich, ich bin fertig gefahren. Der Boss hier macht mich kirre, ich habe so die Hosen voll, fürchterlich. Was soll ich sagen? Ich habe keine Ahnung, wie ich den besiegen soll, es ist übel, es ist richtig übel. Ja. Ich bin gerade auch ein bisschen von mir selber enttäuscht, dass ich so furchtbar spiele. Ja. Ich habe auch irgendwie überhaupt keinen Hoffnungsschimmer mehr, dass ich das schaffen werde. Und jetzt irgendwie hat das scheinbar... Ja, bin ich mal. Ist eh, was ist mir eh wurscht. Ich komme gerade nicht mit. Ich habe gerade überhaupt keinen Hoffnungsschimmer mehr, dieses Spiel irgendwie zu schaffen. Es ist so schwer. Es ist so unglaublich schwer. Ich bin von mir selber extrem enttäuscht. Ah, Fail. Egal, macht nichts. Ich stehe sowieso wieder. Es ist komplett egal, macht euch da keinen Kopf. Das macht gar nichts. Ich bin mittlerweile so enttäuscht von mir, dass ich das gar nicht mehr in Worte fassen kann eigentlich. Boah, schieß! Du krippelt es hin. Das ist so ein Trottel. Es ist ein Wahnsinn. Ich hasse diese Person. Der ist so dumm. Der ist richtig dumm. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe keine Lust mehr. Echt. Das ist übel. Richtig übel. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung mehr, wie ich der Alten beikommen soll. Ich bin eigentlich... Hat sie ihn gekaut? Echt? Okay. Das wundert mich jetzt. Oh Gott. Naja. Vielleicht hilft Jammern ja auch. Tja. Vielleicht hilft Jammern. Ich weiß es nicht. Ich gehe mich mal ein bisschen verarzten. Dann gehen wir nachladen. So, dann drücken wir das Hebelchen. Ich schwitze. Alter, ich schwitze. Ich glaube aber nicht, dass... Ehrlich gesagt glaube ich nicht mehr daran, dass wir die Alte besiegen können. Ah! Ja, das Mann, dieses Feuer ist so scheiße. Ich dachte, das wäre jetzt schon weg. Na, da kriegst du das Kotzen, echt.
ob ich hier noch mit einem Bolzen was ausrichten kann? Ich glaube fast nicht, aber... Ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr dran, dass ich da noch irgendwas reißen werde. Ich wollte nur mal nachschauen, ob es hier Munition gibt. Ich glaube, der Blendbolzen, den kann ich mir, glaube ich, getrost. Na, würdest du heute noch? Ah, da geht nicht. Scheiße, solange sie lebt. Mein Herz, ich kriege einen Herzinfarkt. Lang geht's nicht. Ich lauf genau in sie rein. Ich lauf genau in sie rein. Das ist so ein Arschloch, der Typ. Du schaust in die Richtung, der rennt geradeaus. Das ist so ein dummer Hund, echt. Na wirklich, der ist zum Scheißen zu blöde. Unglaublich. Unglaublich dämlich, der Typ. Unglaublich dämlich, der Typ. Nee. Nee. Oh Mann, ey. Na, ich glaube, da habe ich keinen Bock mehr drauf, echt. Oh Mann, ey. Da habe ich, glaube ich, schon viel zu lange, viel zu falsch geskillt. Dass das überhaupt noch machbar ist, ich glaube nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr dran, dass das machbar sein soll. Ehrlich nicht. Das ist einfach nur ein Epic-Fail echt von mir gewesen. Das ist richtig übel. Die helfen mir auch noch im Weg. Alter, Maus und so, ne? Keine Ahnung. Ob ich nach dem einen Schuss einfach weglaufen hätte sollen? Ich weiß es nicht. Das war knapp. So. Wenn einen nicht immer vor die Nerven mit einem durchgehen würden, ne, dann wäre es ja auch schon angenehmer. So, also, wir brauchen... So.
Einmal. Na. Warum hat jetzt der Eispfeil nicht gewirkt? Kann mich das jetzt ein vernünftiger Mensch vielleicht erklären? Was ist, steckst du die Waffe jetzt weg, du Idiot? Das war wieder ein Schuss in den Rücken. Wieso drücke ich jetzt immer auf C statt auf was anderes? Das ist auch total interessant. So, ich bin total fertig mit den Nerven. Sehr gut. Das heißt, mir ist jetzt sogar noch was übrig geblieben. Munitionstechnisch. Glaube ich. Da war ich vorher blank. Alter, ich schwitze. Das ist doch deppert, ey. So, das, weil das braucht ewig. Haben wir hier vielleicht eine Statue? Glaube ich nicht. Alter Schwede. Alter Schwede. Nachladen wäre nicht schlecht, richtig? Boah, meine Nerven. So. Okay, ich sollte zuerst mal die Waffe wechseln. Die brauche ich gar nicht mehr. Ich hoffe, dass das klappt. So, ich hoffe, das hat gereicht. Maria! Alter. Ja, na, wie kann sie mich jetzt... Ich war jetzt um die Ecke. Wie kann sie mich da jetzt kriegen? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich war um die Ecke. Wie kann sie mich da kriegen? Das ist echt nicht fair. Also ehrlich, das macht jetzt echt keinen Spaß mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss ich jetzt wirklich ganz ehrlich sagen, also mir macht das keinen Spaß mehr. Das ist jetzt echt nur mein Krampf. Muss ich schon sagen. Finde ich nicht okay. Finde ich jetzt echt nicht okay. Muss ich echt sagen. Ich finde das nicht okay. Ich finde das gar nicht okay.
Ach so, das ist beim Aufprall. Ah, ich verstehe schon. Okay, das mit dem Eisding, ich dachte, das löst sich auch erst aus, wenn jemand draufsteht. Okay, vergiss es. Ich werde versuchen, sie mit der Pistole niederzuballern. Zumindest ein paar Schuss. Dann vielleicht reicht eine Harpune. Habe ich die getroffen? Ich weiß es nicht einmal, ich glaube nicht. Ich glaube, du kannst mich umbringen, das ist wurscht. Bring mich um. Bring mich um, ist egal. Na, die Taktik ist glaube ich nicht so cool, nicht so gescheit. Alter, sogar meine Füße schwitzen. Also ganz ehrlich, da habe ich mit mir selber keine Geduld. Das zieht mir gerade richtig an. Muss ich ganz ehrlich sagen, das zieht mir gerade richtig an. So ein Scheißspiel, echt. Na, muss ich echt sagen, Scheißspiel. Und ich Idiotin nehme auch noch Schwierigkeitsgrad schwer, weil ich schlau bin. Natürlich. So. Dann halt nochmal das ganze Spiel. Oh Gott! Wieso trifft dieser Bastard nicht? Ach, ich hab keinen Bock. Ich hab echt keinen Bock mehr. Ich bin richtig unkonzentriert und ich hab wirklich keine Lust mehr. Das Spiel ist einfach nur Arsch. Einfach nur Arsch. Ist echt nur Arsch. Wirklich. Ist wirklich nur Arsch. Bin richtig sauer gerade. Bin gerade richtig sauer. Hatte ich jetzt gerade etwa... Ach, die Bolzen drin. Komm, bring mich um. Ich hab mich gerade verdammt. Bring mich um. Bitte. Danke. Ich hab mich gerade verdammt. Ich dachte, ich habe Eis ausgelöst, aber jetzt... Der normale Bolzen drin, die haben zweimal verschossen, so wird das nichts. Boah, ey, ich krieg einen Schirm. Na, ich schirm mich nicht mehr, echt. Ich hab keinen Bock. Was für eine Scheiße. Was für eine elendige Scheiße. Muss man echt, das kann man gar nicht anders in Worte fassen. Was für elendige Scheiße. Da kannst du gar keinen Bock mehr haben auf das Ganze hier. Geht nicht. Das wird dir automatisch genommen.
Unglaublich. Passt. Soweit, so gut. So. 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 Da, da, da. Das ist alles scheiße. Das ist alles scheiße, alles scheiße, alles scheiße. Alles ist so scheiße, alles scheiße, alles scheiße. La 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 la, alles scheiße, mein Rasen juckt, weil ich mich ärgern muss, la la. Alles scheiße, alles scheiße. Viel. Ich hasse es zu schwitzen. Ja, wieso das jetzt? Du blöder Hampelmann. Ja, ja. Ah, nichts erwischt. Jetzt habe ich mehr Schuss verbraten als... Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Du Schlampe. Ich hasse dich, du Schlampe. Ich glaube, ich werde hin. Alter Schwede. Jetzt habe ich wieder nichts, ne? Jetzt bist du noch schlechter als beim vorigen Mal. Einen Bolzen habe ich noch. Einen einzigen Bolzen. Einen einzigen Bolzen. Einen einzigen Bolzen. Ich habe Kopfweh. Ich habe Zustände. Ich bin fertig. Wieso ist das so schwer, diese blöde Kuh zu töten? Das verstehe ich nicht. Ich hätte vielleicht einen Bolzen nehmen sollen. Hatte ich jetzt nicht noch einen Bolzen? Da stand doch... Hä? Na, stand nicht.
sehe nichts, es ist so finster. Aus, ich höre auf. Aus, es reicht mir. Aus, es reicht mir. Aus, Ende, fertig. Let's Play abgebrochen, ich habe keinen Bock mehr. Aus. Na, den Scheiß tu mir, glaube ich, nicht mehr an. Bist du der? Zumindest muss ich mich jetzt mal beruhigen. Passt, das muss gut sein. Bevor ich noch 20 Barts hier vergeudet. Okay, ihr Lieben. Lass mal das. Das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, weil ihr dieses Desaster seht, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!